Was war ich skeptisch, als ich den ersten Trailer zu Dungeons and Dragons vor einiger Zeit gesehen habe? Och Gott, der Humor und das Ganze drumherum, das passt ja so rein gar nicht. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Wieso, weshalb, warum? Das erfahrt ihr in wenigen Augenblicken. Bis gleich. Als großer Rollenspiele-Fan und Fantasy-Fan müsste es eigentlich auf der Hand liegen, dass ich wirklich Bock auf so einen Film haben müsste. Doch der erste Trailer und auch was danach kam, hat mich nicht so wirklich gekriegt, bis die ersten Kritiken dazu reingetrudelt sind und die haben mich irgendwie davon überzeugt, vielleicht doch mal einen Blick zu riskieren und ich wurde tatsächlich nicht enttäuscht. Tja, so kann es manchmal gehen. Erwartungen hoch und runter und dann kommt es halt doch anders, als man denkt. Aber worum geht's denn eigentlich überhaupt in dieser Spieleverfilmung? Ja, das Ganze spielt in der Welt oder auf dem Kontinent Faerûn und zwar geht es um Edgin, einem Barden gespielt von Chris Pine, dem was in der Familie passiert und er muss sich dann auf die Suche nach einem magischen Artefakt begeben, das eine bestimmte Fähigkeit hat. Ja, ich möchte da gar nicht wirklich weiter in die Tiefe gehen, sonst würde ich von der eigentlichen Handlung, die natürlich doch für einen solchen Film seicht gehalten ist, zu viel verraten. Auf jeden Fall muss er sich eben auf die Suche nach diesem besagten Artefakt machen, doch alleine kommt er da natürlich nicht weit und muss dann mit seiner treuen Gefährtin Holga, gespielt von Michelle Rodriguez, sich auf die Suche begeben, aber auch sie zu zweit können nicht viel reißen. Dann gesellt sich noch ein Zauberer dazu, ein Gestaltenwandler bzw. Druide und ein Paladin. Ja, gemeinsam müssen sie sich eben auf diese Suche begeben und bekommen es gleichzeitig mit einem ehemaligen Gefährten, dem Ford, zu tun, der das Königreich regieren möchte, mit einer dunklen Hexe. Ja, mit einer dunklen Hexe, sagt man mal so. Genau. Und dieser Forge, der wird von Hugh Grant gespielt. Also, ihr merkt schon, schauspielerisch haben sie sich so einige Perlen herausgepickt, doch schaffen die auch den Film zusammen mit ihren Figuren zu tragen. Ja, ich muss mir eingestehen, das klappt doch eigentlich richtig gut, denn mich erinnert diese zusammengewürfelte Truppe, wie sie unterschiedlicher nicht sein kann, an tatsächlich die Guardians of the Galaxy. Ihr werdet es nicht glauben, aber was hier so in die Truppe reingeschmissen wird, hat eine gewisse Ähnlichkeit. Und dieses Zusammenspiel, diese Dynamik, das passt einfach wie Arsch auf Eimer, dass es eine wahre Freude ist, diese Truppe auf ihrer Mission zu begleiten. Durch Dungeons, Kerker, Verliese und sonstige Gewölbe, gespickt mit den ein oder anderen Fallen, wie man es halt aus einem typischen Rollenspiel oder in dem Fall einem Pen and Paper her so kennt. Apropos Pen and Paper, ich selber hab da überhaupt keinen Bezug zu dem ganzen, nennen wir es jetzt mal, Universum, was Dungeons and Dragons angeht. Ich habe lediglich aus den 2000er, ja, 2000er rum müsste das gewesen sein, mal die erste Verfilmung mir fälschlicherweise reingezogen. Die war ja mehr schlecht als recht. Dann hat man ja eine Zeit lang nichts mehr von gehört und dann eben hier so neue Spieleverfilmungen, wo man sieht, ah, Spieleverfilmung, ganz dünnes Eis, aber zum Glück hatten wir es hier tatsächlich rausgehauen und ich war ja wirklich skeptisch und ich bereue es tatsächlich nicht, dem Film eine Chance gegeben zu haben. Denn dieser Kontinent, auf dem das Ganze spielt, so mittelalterlicher Touch, dann diese ganzen Fantasy-Elemente, was man da so alles mit reinschmeißt, Fabelwesen hier und da und Drachen und hast du nicht gesehen. Und wer dann auch noch Fan von Rollenspielen ist, wie ich, der ist immer voll dabei. Na, da gibt's so viele sensationelle Momente, actionreich, flott inszeniert. Auch visuell muss ich mir eingestehen, sieht's echt nicht hässlich aus. Klar, ne, an manchen Stellen könnte man vielleicht gerade so, wenn es um den Hintergrund geht, vielleicht noch ein bisschen mehr Realismus mit einbringen. Da merkt man halt, es ist halt wirklich Greenscreen. Aber nichtsdestotrotz, und hier kommt das große Plus an dem Ganzen, hier wurden fernab von dem ganzen CGI, was so im Hintergrund und so passiert, echt mit, also sah es mir zumindest stark danach aus, mit Animatronics als auch mit Puppen gearbeitet. Hätte ich für die heutige Zeit nicht erwartet, gerade bei diesem Genre, dass man sich hier wirklich an Sachen orientiert,
die man in der heutigen Zeit ja eigentlich so gut wie kaum mehr zum Einsatz kommen. Und da ein ganz, ganz dickes Plus. Macht bitte weiter so. Und ich hoffe wirklich, dass es hier noch dementsprechend weitergeht. Und wenn es eine Trilogie ist, man muss es jetzt nicht melden bis zur Vergasung oder so, aber so, was sie hier abgeliefert haben, ne, es ist actionreich. Er macht einfach nur Spaß. Der Humor ist phänomenal. Er catcht einen zwar nicht immer, aber es gibt immer wieder durchaus Momente, da konnte ich mir das Lachen nicht verkneifen. Ich sag nur Friedhof oder ein pummeliger Drache. Das war so köstlichst anzuschauen. Da bitte gerne mehr davon. Und ich denke mal, das Universum von Dungeons and Dragons, es gibt auch so ein paar Anspielungen in Richtung Baldur's Gate, das habe ich ja zumindest mal gespielt, ist ja auch ein Teil von diesem Kontinent. Ja, also der ein oder andere Rollenspielspieler oder Rollenspielfan, der wird sich dann ertappt fühlen, wenn es darum geht, ach Mensch, da eine Anspielung, da ein Easter Egg oder so. Also es macht definitiv Spaß, dem Film zu folgen. Ich hatte in den 2 Stunden wirklich echt meinen Spaß an dem Ganzen. Ich sag nur Eulenbär. Von dem hätte ich ja noch mehr gesehen. Aber richtig nice, ne? Brüde, Gestaltenwandler und so. Das hat mich einfach wirklich gekriegt. Und ich freue mich für den Film, dass der tatsächlich richtig gut angenommen wird und da definitiv in den nächsten Jahren noch mehr kommt. Und bitte auch dem Ganzen treu bleiben, denn genau so habe ich mir nach Herr der Ringe einen ordentlichen Fantasy-Streifen gewünscht. Gute Lieben, dann bin ich weg für heute. Ich wünsche euch ganz schöne, tolle Ostern. Bleibt gesund und wir lesen, sehen und hören uns. Ciao, euer Basti vom Kinoblog. Bye, bye.